Verhandlungen im Bereich der Tarifverträge sind immer ein recht spannendes Ritual. Es ist immer die Frage, welche Seite möchte was, welche Seite will was und welcher macht, kann sie es durchsetzen. Ob 4 oder 5% ist ja nicht immer maßgeblich. Für unsere Kolleginnen und Kollegen spielen viele andere Fragen, wie die Arbeitszeitgestaltung eine Rolle, aber auch wie die soziale Absicherung. Und mit diesen Forderungen gehen wir natürlich in die Verhandlungen rein. Und die Arbeitgeberseite ist alles andere als begeistert, wenn sie diese Forderung erhält. Für sie wäre es natürlich tatsächlich einfacher, wenn man einfach ein Pokerspiel machen würde. 11%, 5% und irgendwo in der Mitte trifft man sich. Aber so einfach ist es mit uns als GDL nicht. Dresden wurde bewusst als Tagungsort gewählt, weil gerade im Schienenpersonennahverkehr hier ein erbarmungsloser Ausschreibungswettbewerb stattfindet, der zulasten der Kolleginnen und Kollegen in den Eisenbahnnahverkehrsunternehmen ausgetragen wird. Mit dieser Konferenz hier in Dresden wollen wir das Signal setzen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen nicht alleine stehen und dass wir gemeinsam als Gewerkschaft, gemeinsam mit unseren Betriebsräten dafür sorgen, dass der Wettbewerb nicht mehr auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen im Eisenbahnverkehr ausgetragen wird. Die Zusammenkunft von mehr als 250 Betriebsräten der GDL hier in Dresden zu unserer Konferenz hat eines ganz deutlich gemacht. Die Zugpersonale in unserem Land brauchen eine starke und eine wirksame Interessenvertretung. Dies gilt sowohl für die Betriebspolitik als auch für die Tarif- und Gewerkschaftspolitik. Die Teilnehmer stellten gemeinsam klar heraus, nur die Symbiose aus Tarif- und Betriebspolitik ist wirklich wirkungsvoll bei der Interessenvertretung unserer Mitglieder. Wer das in Frage stellt, wer versucht, uns auseinander zu dividieren, ist von Beginn an zum Misserfolg verdammt. Das Vertrauen zueinander und die Symbiose zwischen Betriebs- und Tarifpolitik machen die GDL und ihre Interessenvertreter für unser Zugpersonal unschlagbar. Meine Erwartungen sind, die Umsetzung des Bundesrahmentarifvertrages für Zugbegleiter durchzusetzen, um vor allen Dingen die unsäglichen Einschränkungen, die uns der gegenwärtige Tarifvertrag der anderen hier in der täglichen Dienstausübung sehr beschäftigt. Die Kollegen diskutieren viel über zum Beispiel Kurzpausen von 15 Minuten auf dem Zug, die du dann auch irgendwo in einem Sitzplatz verbringst. Sowas kann einfach nicht mehr möglich sein. Wir wollen hier den Bura zum DV endlich zur Anwendung bringen. Also die GDL, denke ich doch, macht eine sehr gute Arbeit, ist bei den Kollegen anerkannt und wir haben schließlich ein bisschen was erreicht. Ist für die Information für uns in der täglichen Arbeit in der Mitgliedervertretung einfach unabdingbar, dass man solche Plattformen hat, wo man sich vernetzen kann, wo man mit den Kollegen sprechen kann, Parallelen findet und neue Denkanstöße bekommt. Also ich gehe in die neuen Betriebsratswahlen sehr zuversichtlich hinein und bin da schon kräftig auch an der Werbetrommel rühren. In München ist die Situation genauso wie in anderen Güterverkehrsbetrieben. In den Personenverkehrsbetrieben gibt es andere Probleme, aber die Themen Wechselschichtarbeit, Schichtdienstbelastung und so weiter, die sind überall gleich. In dieser Betriebsrätekonferenz, auch mit dem Vortrag von Herrn Professor Dr. Däubler, haben wir, glaube ich, Hilfsmittel bekommen, wie man seinem Chef gegenüber auftreten kann. Man muss nicht immer den Streitweg suchen, sondern man kann auch mit Argumenten überzeugen. Dazu haben wir wieder um Hilfsmittel bekommen und sind gestärkt für die Basis draußen. Glaubwürdigkeit, Information, Kommunikation, Vernetzung und Initiative sind die Kernaussagen, die Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Betriebsverfassungsgremien engagieren, als Grundlage benötigen, um erfolgreich agieren zu können. Immer wieder versuchen Arbeitgeber, auch auf der betrieblichen Ebene, sich Vorteile in verschiedenen Themen zu verschaffen, denen die Betriebsräte mit ihrem Sachverstand gegenhalten müssen.